Hey, na, heute gibt's mal wieder ein neues Tipps und Tricks Video in Company of Heroes 2, wie ihr sehen könnt. Und weil ja auch gerade Ferien sind, streamen wir ein bisschen öfters und wäre nice, wenn ihr da mal beischaut. Und jetzt viel Spaß mit dem mittlerweile siebten Teil 5 Tipps und Tricks in Company of Heroes 2. Kommen wir dann auch schon zum 31. Tipp und bei dem würde ich dann auch gleich mal auf einen älteren Tipp verweisen, weil in dem geht es nämlich darum, dass wenn ihr hier zum Beispiel Häuser abriegeln wollt mit Stacheldraht und ihr die Türen nicht richtig seht, müsst ihr ja euer Game drehen, damit ihr die Türen richtig seht und den Stacheldraht dementsprechend auch richtig platziert. Aber dann kam vielleicht manch für euch so die Frage, ja, wie komme ich denn jetzt wieder in die Ausgangssicht? So weiter zu spielen ist voll Kacke. Ja, und da muss man einfach nur zweimal Backspace drücken und dann ist das Problem schon gelöst. 32. Tipp geht es dann darum, dass euch ja sicherlich auffällt, dass links auf dem Bildschirm manchmal so ein paar Pop-up-Nachrichten kommen wie Feinde enthüllt, irgendwas wird angegriffen oder irgendwas passiert halt. Und da könnt ihr einfach nur Leertaste drücken und dann seid ihr direkt an dem Ort des Geschehens, wo was passiert. Und könnt dann eure Truppen daraus retten, zurückziehen, angreifen, was auch immer. Kommen wir auch nun zum 33. Tipp. Und in dem geht es darum, dass oben rechts bei euren Truppen immer so ein paar verschiedene Symbole aufploppen und die deuten halt an, was gerade bei euren Truppen los ist oder geben euch halt ein paar Infos zu euren Truppen. Wie zum Beispiel hier seht ihr jetzt bei den Stoßtruppen, dass ich die zum einen ausgewählt habe, zum anderen seht ihr an diesem Zielen-Symbol, dass sie gerade im Kampf sind oder halt hier wie bei den Rekruten, dass sie in Deckung sind, gerade nichts tun wegen der Uhr oder halt, dass sie wie bei meinen Pionieren irgendetwas ausgerüstet haben. Kommen wir jetzt auch schon zum 34. Tipp. Und bei dem geht es auch wieder um einen älteren Tipp. Und zwar habe ich ja mal gesagt, dass man bei Siegmarken auch durch Auslöschung gewinnen kann. Oder auch generell einfach, dass man bei der Auslöschung halt ausgelöscht werden soll. Und diese Auslöschung kann man so ein bisschen verzögern, indem man einfach seine Gebäude nicht wie hier alle auf einem Fleck platziert, sondern die einfach auf dem Gebiet, wo man bauen kann, verteilt. Dass man jetzt zum Beispiel hier hinten in der Ecke noch eins baut. Oder beispielsweise direkt hier oben oder wo auch immer. Halt irgendwie verteilt voneinander, dass sie nicht so schnell zerstört werden können. All den Truppen ist es eigentlich egal, die rennen eh immer zum Hauptquartier zurück. Oder falls ihr halt Gebäude habt, die halt einen Rückzugspunkt sein können, dann halt zu dem. Aber das dürft ihr dann auch nicht so weit weg platzieren, weil da kann es ja dann sein, dass dann eure Truppen extra Weg haben und ihr Zeit verliert, dies, das, Ananas. Und kommen wir nun zum letzten Tipp für dieses Video. In diesem Tipp geht es halt darum, dass ihr auch schlau erobern könnt, indem ihr Punkte vom Gegner abschneidet. Weil zum Beispiel durch das Erobern von diesem Punkt hier hat jetzt der Gegner keinen Zugriff mehr auf diese beiden Punkte hier, weil er keine Verbindung mehr dazu hat. Und sein Territorium da nirgendwo mehr angrenzt und er deswegen dieses Territorium nur noch besitzt. Aber es bringt ihm nichts mehr. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like da, abonniert, kommentiert, falls ihr noch Fragen habt. Und ciao! I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles.